ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch endlich wieder ein neues Video und es ist wieder ein Gruselvideo, weil sich so viele von euch das gewünscht haben. In diesem Video erzähle ich euch von Glamis Castle in Schottland und von all den Geistern, die sich dort angeblich aufhalten sollen. Ich hoffe sehr, euch gefällt das Video und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Das Schloss befindet sich in der Nähe der Ortschaft Glamis in Angus, Schottland und ist ursprünglich der Wohnsitz vom Earl und der Countess of Strathmore, die es allerdings der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Heute kann man das Schloss besuchen und dort sogar übernachten. Eine besonders bekannte ehemalige Bewohnerin des Schlosses ist die sogenannte Queen Mum, die Mutter von Königin Elizabeth. Und ihre Schwester, also die Schwester von Queen Elizabeth II., Margaret, wurde in diesem Schloss geboren. Seit 1987 befindet sich außerdem ein Bild des Schlosses auf der 10-Pfund-Note der Royal Bank of Scotland. Das heißt, dies ist schon ein recht berühmtes Schloss. Doch berühmt ist das Schloss nicht nur für seine adeligen Bewohner oder für seine reiche Geschichte. Nein, berühmt ist das Schloss heute unter anderem auch wegen der vielen Geistergeschichten, die sich um es ranken. Und welche Geistergeschichten das genau sind, das erzähle ich euch jetzt. Besonders viele Legenden ranken sich um das sogenannte Monster of Glamis. Diesen traurigen Titel soll ein Kind bekommen haben, das einer adeligen Familie in diesem Haus geboren wurde. Es war ein deformiertes Kind, gruselig anzuschauen, und man schämte sich so sehr seiner bloßen Existenz, dass die Familie beschloss, es im Schloss einzusperren und es nie an die Öffentlichkeit zu lassen. Nachdem das Kind sein ganzes Leben lang im Schloss verbracht hatte, starb es dort schließlich auch, und die Leiche dieses Kindes wurde dann in einem geheimen Raum eingemauert, der bis heute nie wieder betreten wurde. Eine etwas abgewandelte Version dieser Geschichte, die allerdings auch recht prominent ist, ist, dass pro Generation in der Familie ein Vampir geboren wird und dass dieser Vampir dann im besagten Raum eingemauert wird. Einer Geschichte zufolge hatten es sich Gäste des Hauses zur Aufgabe gemacht, diesen Raum zu finden. Und so sind sie durch das gesamte Schloss gegangen und haben in jedes einzelne Fenster des Schlosses ein Handtuch gehängt, wo auch immer sie so viele Handtücher her hatten. Und sind danach rausgegangen und sind um das Schloss herumgegangen und haben gesehen, dass es dennoch ganz, ganz viele Fenster gab, in denen kein Handtuch hing, obwohl sie fest der Überzeugung waren, dass sie jeden einzelnen Raum gesehen hatten. Zufolge hatte das dann, dass sie daraus schlossen, dass es wahrscheinlich mehrere geheime Räume gab, zu denen sie keinen Zutritt hatten. Die Frage ist natürlich auch, warum sollte ein verborgener Raum Fenster haben? Was meint ihr? Verborgener Raum oder doch einfach nur normale Restriktionen eines Hotels? Ein weiterer Geist, um den sich viele Legenden drehen, ist der Geist der Grey Lady, also der Grauen Dame. Bei dieser soll es sich womöglich um den Geist von Janet Douglas handeln. Janet Douglas war die Lady of Glamis gewesen. 1537 wurde sie auf Befehl von König James V. von Schottland verbrannt wegen Hexerei. Ihr Sohn wurde dazu gezwungen, sich die Verbrennung seiner Mutter anzusehen. Eigentlich war sie festgenommen worden, weil man ihr unterstellte, dass sie versucht hatte, den König zu vergiften, und weil ihr unterstellt wurde, dass sie Kontakt hatte zu ihren Brüdern, die schon des Häufigeren gesucht wurden wegen geplanter Attentate auf den König und wegen Komplizenschaft gegen den König. All diese Dinge wurden nie wirklich bewiesen, aber Janet wurde dennoch hingerichtet. Aufgrund dieser Grausamkeit soll sie heute immer noch spuken. In der Kapelle des Schlosses wird heute noch bei jeder Zeremonie ein Platz für sie freigehalten, auf den sich niemand jemals setzen darf. So ist die Grey Lady immer noch anwesend am Schloss und streift manchmal durch die Länder rein oder sitzt auch ab und zu wohl alleine in der Kapelle. Ein weiterer Geist, der auf diesem Schloss gesehen werden soll, ist der Geist von der Dame ohne Zunge. Sie soll über das ganze Anwesen schreiten und durch das Schloss und des Nachts schon so einigen Gästen einen Schrecken versetzt haben, weil sie ihnen ihren entstellten Mund zeigte. Ab und zu soll sie auch einfach nur schweigend und ins Leere starrend an Fenstern gesehen worden sein. Was genau mit ihr passiert ist und wer diese Frau ist, das wurde nie erfahren und
Leider kann sie es uns ja auch nicht mehr mitteilen. Ein weiterer Geist in dem Schloss soll der Geist von Earl Birdie sein. Und das können zwei verschiedene Personen gewesen sein. Entweder war es Alexander Lyne, der zweite Lord von Glamis, oder Alexander Lindsay, der vierte Earl of Crawford. Genau ist es nicht bekannt, aber die Geschichte ist trotzdem immer gleich. Der Geschichte zufolge soll der Earl Gast im Schloss Glamis gewesen sein und er soll sehr glücksspielabhängig gewesen sein. Er wollte ständig Würfel spielen um Geld und als er das Gleiche dann versuchte an einem Sabbat, da weigerten sich alle mit ihm zu spielen, untersagten ihm zu würfeln und sogar Angestellte wiesen ihn darauf hin, dass das einfach etwas war, was er nicht tun sollte. Daraufhin war er so wütend, dass er rumschrie und Dinge nach ihm warf und sagte, dass er Würfeln spielen konnte, wann er wollte, dass er Glücksspiel nachgehen könne, wann er wollte und dass er das sogar mit dem Teufel tun würde. Kurz nach diesem Ausruf soll es an der Tür geklopft haben. Ein Fremder suchte Unterschlupf in dem Schloss Glamis. Und er ging zusammen mit dem Earl auf sein Zimmer und dort spielten sie Würfel. Die Bediensteten waren dann irgendwann ein bisschen skeptisch und lauschten an der Tür, sahen durch Schlüsselloch und plötzlich sollen sie ein sehr, sehr helles Licht gesehen haben und ein Schrei und Geklapper vom Earl. Der Fremde war daraufhin verschwunden und so soll auch die Seele vom Earl verschwunden sein. Der Legende zufolge hat er seine Seele an den Teufel verloren beim Glücksspiel und seine Seele soll noch heute durch das Schloss streifen. Man hört ihn immer noch um seine Seele kämpfen im Glücksspiel. Der letzte Geist, von dem ich euch erzählen möchte, ist der Geist von einem kleinen Jungen. Er soll immer wieder auf den Steinstufen vor dem sogenannten Queen's Room gesehen worden sein, wie er einfach nur da saß und ins Leere starrte. Er sagt nichts, er tut nichts. Er sitzt einfach nur da und starrt vor sich hin. Und er soll auch sonst nie irgendwo anders im Schloss gesehen worden sein. Wer dieser kleine Junge war, das ist leider auch nie ans Licht gekommen. So, das waren auch schon alle Geschichten, die ich euch um das Schloss Glamis erzählen wollte. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass eine oder vielleicht sogar alle dieser Geschichten wahr sein können? Würdet ihr mal eine Nacht dort verbringen und vielleicht sogar nach dem Monster of Glamis suchen? Oder vielleicht herausfinden wollen, was mit der jungen Frau ohne Zunge passiert ist? Oder würdet ihr Earl Birdie versuchen zu helfen, seine Seele zurückzuerspielen? Oder glaubt ihr, dass das alles totaler Blödsinn ist und alles komplett ausgedacht ist? Glaubt ihr vielleicht, die eine oder andere Sache kann tatsächlich irgendwie so verwurzelt sein und vielleicht irgendwo einen kleinen Funken Wahrheit beinhalten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr dafür interessieren, was ihr dazu meint. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne auch unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und natürlich richte ich mich meistens bei den Inhalten auf diesem Kanal nach euren Wünschen. Also schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, damit ich diese auch bedienen kann. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.